Aus Rot-Rot-Grün wird nun Rot-Grün-Rot. Die Spitzen von SPD, Grünen und Linken in Berlin haben am Dienstagvormittag den Koalitionsvertrag zur Fortsetzung ihrer Landesregierung unterschrieben. Franziska Giffey ist nun die erste regierende Bürgermeisterin von Berlin, nachdem Luise Schröder, ebenfalls SPD, in der Nachkriegszeit für anderthalb Jahre Oberbürgermeisterin von Groß-Berlin war. Giffey sagte nun zur Corona-Lage: Und es wird darum gehen, welche Maßnahmen auch wir hier in Berlin ergreifen, um unsere Bevölkerung zu schützen, um Gesundheit zu bewahren und unsere kritische Infrastruktur eben auch aufrechtzuerhalten. Die Spitzenkandidatin der Grünen, Bettina Jarasch, wird Senatorin für Umwelt, Mobilität und Klimaschutz. Sie verglich die Fortsetzung der Koalition mit der zweiten Staffel einer Fernsehserie. Heute beginnt RGR Staffel 2 mit einer erneuerten Besetzung und mit einem überarbeiteten Drehbuch. Ich kann für uns versprechen, wir wünschen uns weniger Drama und mehr Harmonie. Ich persönlich mag Happy Ends. Spannend wird's allemal. Der linken Spitzenkandidat Klaus Lederer bleibt Kultursenator in Berlin. Die Mitglieder der Linkspartei hatten zuletzt in einer Mitgliederbefragung den Weg für die Fortsetzung dieser Koalition freigemacht. Die Vorsitzende der Berliner Linken, Katina Schubert, griff das Serienmotiv von Jarasch auf. Und als Vorsitzende meiner Partei freue ich mich über das, ja, trotz aller Unkenrufe, doch recht deutliche Votum, was meine Mitglieder abgegeben haben für diese Fortsetzung dieser Staffel Rot-Grün-Rot in Berlin. Nach der Vertragsunterzeichnung wählten die Abgeordnetenhausfraktionen von SPD, Grünen und Linken Franziska Giffey von der SPD ins neue Amt als regierende Bürgermeisterin. Giffey erhielt dabei 84 Stimmen und damit 3 weniger, als es die tragende Dreiparteienkoalition an diesem Tage umfasste. Ich schwöre es zu leisten. Ich schwöre es, so wahr mir Gott helfe.